Hallöle, da sind wir wieder und wir sind immer noch im Keller hier. Und ich weiß nicht, wie viele Stockwerke das noch unten noch sind. Wir werden erstmal schauen, ob hier noch Gegner rumlatschen. Ja, erschreckt mich doch nicht so hier. Ups. Ja, das war nicht gut. Schnell das Brot essen. Hier geht's noch weiter runter. Ja, das nützt mir aber nichts. Ich muss noch mal nach oben, ja. Pflastersteine. Ich muss ja noch die anderen hier runterschmeißen. Nicht runterschmeißen. Aber erstmal schauen, was hier drin ist. Nichts. Ich muss dafür sorgen, dass die... Da muss es aber auch nach unten dann gehen. Ich brauche euch in den Stockwerk tiefer. Oh, das ist aber ganz schön dicke Decke. Oh, finden wir sogar noch was Wertvolles. Ja, noch tiefer. Rucksack auf. Nein. Sachen reinschmeißen. So. Und zerstören! Schauen wir mal, ob es da noch... Oh, da geht es noch tiefer. Oh, meine Fresse. Zerstören! Alles zerstören! Noch viel tiefer kann es nicht mehr sein. Haben wir hier noch was? Ist eine Truhe mit nichts Besonderem drin. Oh, hier gibt es noch eine Menge Eisen. Es ist dunkel. Oh, ein bisschen Licht. Oh, zerstören.
Da ist noch ein Spawner. Zerstörerin. Mal kurz abstellen. Jo. Immer schön alle fertig machen hier. Nein, die noch nicht. Nein. Das ist dein Kollege. Hörst du auf damit? Peter Lustig ist tot. Was ist mit Martina Wagner? Die scheint auch den Löffel abgegeben zu haben, ja. Peter ist tot. Oh Mann. Aber ich muss ja nochmal schauen. Oh, da ist noch ein Stockwerk. Mensch. Na, willst du nicht runtergehen? Ah. Runter mit dir. Schubs. So. Haben wir ganz schön Verluste. Also Peter ist nicht mehr am Leben. Martina hat es wahrscheinlich auch erwischt. Machen wir das Loch zu. Und das nur wegen ein bisschen Eisen. Dann wissen wir, was Wertvolleres wäre. Du kannst auch ruhig einen Stock tiefer. Ist aber nicht möglich, weil hier. Ja, tut mir leid, aber. Ne, das ist mir zu viel Graberei. Hier durchkämpfen. Mal schauen, wo war denn das? Irgendwo, wo ging es denn bergab? Ja, erstmal hier noch das ganze Eisen mitnehmen. Nein, da wollen wir nicht hin. Hier auch nicht. Aber hier wollen wir hin. Aua. Mal vorsichtshalber noch einen. Und diesen Burschen hier hinstellen. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Das muss aber auch das Ende sein.
schauen wir nochmal unten nach, dann was ist. Da ist nichts. Hier vielleicht. Unten drunter auch nicht. Haben wir alle Stockwerke. Egal. Schmeißen wir alles rein, was wir hier so rumliegen haben. Und werden dann einfach noch mal Licht einsammeln. Und das ist egal, wenn wir keine Spitzhacke dabei haben, die Behutsamkeit hat. Man kann ja nicht alles haben. Oh, Moment. Nehmen wir das auch noch mit. Beleuchtung. Her damit. So, müssen wir mal schauen, dass wir wieder nach oben kommen. Ja. Und zwar noch weiter nach oben. Müssen wir aufpassen, dass wir dann nicht bei den Lohen reinkommen. Ach, wer braucht denn hier so viel Redstone? Ich nicht. Das haben wir aber ganz gut geplündert hier. Ach. Weg. Oh, so was nehmen wir auch mit. Kohle, auch nicht so interessant. Was haben wir denn da drüben? Sieht so aus wie eine Schlucht, ist aber uninteressant. Na. Stirb. Der knurrt dann hier so. Alles leer. Müssen wir weiter nach oben. Einfach nach oben durchgraben. Wir haben eine Menge Eisengolems gebraucht. Und Martina Wagner ist wahrscheinlich tot und der Peter Lustig hat auch. Ja gut, richtig tot sind sie ja nicht, aber
auf alle Fälle nicht mehr hier. Ist ja so wie bei Minecraft immer, dass alles wiederkommt. Ich habe es mir aber schwieriger vorgestellt. Ich höre auch nichts. Ja, natürlich ist es wieder Nacht. Bin ich so weit vom Schuss ab weggekommen hier? Ne, da vorne ist. Habe ich ein goldenes Schwert dabei, ja. Da haben wir nämlich ein Werwolf. Muss schnell ein Brot essen. Erst das Brot, dann den Wolf. Zum Glück hatte ich hier das Goldschwert. Knochen weg, Gammelfleisch weg. Das normale Schwert. Na, und Skorpion. Schlafen? Ach, klappt. So, was wollen wir denn hier noch mitnehmen? Nicht. Ich werde höchstens was in den Rucksack packen. Und zwar Glowstone, Eisenerz, rissige Steinzähne, rissige Steinkram, Erde. Also alles, was wir hier nicht unterwegs brauchen, schmeißen wir in den Sack. Und dann den Wegpunkt, den wir wieder ausschalten. Und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Das war ja ein bisschen anstrengend. Aber wir haben dann genug geplündert. Leider kein Gold und keine Diamanten unten als Schätze gefunden. Aber wir werden auf alle Fälle dann nochmal hingehen. Wir wollen ja keine Panik mehr haben, weil ja... Ja, genug Eisengolems, die passen schon auf, dass hier nicht so viele Monster rumlatschen. Wir werden höchstens Schwierigkeiten mit den Lohen bekommen. Und vielleicht gehen auch ein paar Eisengolems drauf, wenn sie sich mit wenn Creeper in der Nähe explodieren, weil ja die Eisengolems Creeper leider nicht angreifen. Oder zum Glück nicht. Ja. Ein kleiner Umweg. Mal noch ein bisschen Lehm mitnehmen. Nein.
Schnee wollen wir auch nicht haben. Aber ich habe ja so viel Eisenblöcke verbraucht, da muss ich, glaube ich, demnächst mal wieder in eine Höhle und Eisen besorgen. Das werde ich dann wahrscheinlich wieder offline machen, weil wenn ich da nur die Strip Mining mache, dann ist das ja total langweilig für den Zuschauer. Dann mache ich das lieber offline. Lieber so andere Sachen, die wollen verschiedene Sachen auch passieren. Ja, und der Mod für die schönen Bäume ist immer noch nicht fertig für die 1.7er Version. Deswegen wachsen auf neu entdeckten Ländereien nur normale Bäume. Schade. Ja, müssen wir mal gucken. Da ist die Türe. Schauen wir nochmal ins Dorf, wie es hier aussieht. Na, was soll das denn werden hier? Ein merkwürdiger Tanz. Schubst du dich mal ein bisschen? Vielleicht machst du da was anderes. Ja, tanzt du nur an einer anderen Stelle. Verrückt, die Leute hier. Wirklich verrückt. Ja, jetzt kommt so spannende Musik und hier passiert eigentlich gar nichts. Könnt ihr mal ein Bad nehmen? Juhu! Nö, bloß nicht. Das ist mir dann doch zu warm. Wo war denn hier die Tür? Nee, bin ich so rübergehüpft? Nein. Eine Tür haben wir doch hier auch. Oder etwa nicht? Hm. War die, glaube ich, hier drüben, oder? Auch nicht. Ne, nehmen wir diese Tür hier. Müssen wir ein bisschen besser markieren. Da müssen wir das, glaube ich, hier mal ein bisschen wegmachen. Das ist doch im Wege. Aber Sand können wir sowieso gebrauchen. Weg damit. Versperrt doch den Dorfbewohnern sowieso die Aussicht. Außerdem wird ja in diese Richtung noch zur Stadt hingebaut, damit es endlich mal eine Verbindung gibt. Sand. Dann gibt es wenigstens genug Sand für die ganzen Fenster, die wir noch bauen werden. Und immer noch diese spannende Musik. Und das ist so spannend, dass ich ein Brot essen muss. Und zwar zwei Brote.
Schweinefleisch können wir gebrauchen. Ja, du arme Sau. Ach ja. Juhu, es geht nach Hause. Na, Schweinchen, was sagst du dazu? Nichts. Naja, tote Schweine quieken nur einmal. Juhu, die Heimat ruft. Ja, so schön Häuser und keiner zieht ein. Ah ja, fehlt ja überall noch die Einrichtung. Obwohl, da ist ein Sessel. Ein ganzer Sessel. Reicht das nicht für eine 5-Personen-Haushalt? Könnt ihr euch auch abwechselnd draufsetzen. Möchte nicht. Gleich mal schauen, ob beide hier angekommen sind. Ne, Peter Lustig auf jeden Fall. Und Martina Wagner wahrscheinlich im Dorf wieder gespawnt. Na gut. Ja, er war gestorben. Schade um das Gold. Aber ich sage an dieser Stelle Tschüss und Bonne Nuit, bis zum nächsten Mal.